Ich möchte nun kurz über eine Symbolik reden, weil ich meine Bücher mit Symbolik geschrieben habe. Also wie Jesus auch gesagt hat, dass alles, was er mit Parabel erklärt, wer dahinter sehen kann, es hat eine bestimmte Symbolik. Alle Bäumensorten, alle Blumensorten, alle Tiersorten und so weiter. Zum Beispiel Ezekiel 17. Der große Adler, das war die vier Reiche Symbole von Satan. Und da gibt es eine Apokryph von Esdras. Esdras, das ist nicht in der Bibel. Der hat exakt die vier Reiche mit den Adler niedergeschrieben. All die Kriege von Römischen Reich, von Nazi und von Amerika. All die Kriege unter die Flagge von Adler. Das symbolisiert Satan, seine Weltmacht. Und ich habe in meinem Buch so auch Symbolen von Blumen und so genannt. Und wer Geschichte studiert hat auch, der weiß genau, der kann das nachforschen. Die weiße Rose ist eine Symbolik von Frieden geworden. In Hitlers Nazi-Regime, da war eine junge Frau, sehr, sehr jung, Kindesalter könnte man schon sagen, hat sie angefangen zu lesen und hat halt gegen das Nazi-Regime geschrieben. Zuerst Flugblätter, dann größere Schriften. Sophie Scholl mit Hans Scholl, ich rede davon. Die Weiße Rose-Aktion, das waren Aktivisten gegen Nazis, gegen Mörder, gegen den Krieg, die wollten Frieden. Und die weiße Rose symbolisiert Gottes Macht. Maria ist in Lourdes mit einer weißen Rose erschienen übrigens. Und der Messias symbolisiert man auch mit weißer Rose. Und ich möchte jetzt nur für einen Reichstag etwas sagen, was wahre Brandstiftung ist. Und dann will ich so erklären, was heutzutage im Grunde genommen abgeht, und ich will mit einem Haarprojekt das beenden. Also, jetzt mein Opa, die Geschichtsbücher und heutzutage wird das Internet leider kontrolliert und alle, die wahrheitsgemäß Geschichte studiert haben noch oder das selbst erlebt haben noch, was ich jetzt sagen werde, werden mir recht geben. Aber heutzutage kontrollieren diese Leute, das Internet wie Facebook, YouTube, die Wahrheit nicht erlauben und meistens manipulieren, sozusagen, dass alle blöd und Verschwörer sind, die halt gegen ihre faschistische Macht was sagen. Das ist nämlich die Wahrheit. Und man sieht viele manipulierte Informationen. Aber was ich jetzt erzähle, wenn nur ein paar ältere Leute leben, die den Zweiten Weltkrieg vielleicht erlebt haben, oder das erlebt haben, wie mein Opa, der hat es mir gesagt, und ich habe damals mehrere Leute gekannt, die in der DDR das erlebt haben. Und das ist jetzt kein Science Fiction. Heutzutage wird alles halt verschwogen und umgedreht und so. Aber Hitler war kein deutscher Staatsbürger. Er war ja im Gefängnis. Dann hat er da einen Brief geschrieben, ein Buch, dass er unbedingt an der Macht will. Er wollte ja Künstler werden, ein großer jemand, sich einen Namen machen, und er wollte unbedingt in die Geschichtsbücher also eintreten. Nicht in Gottes Buch wollte er, sondern nur in ein Geschichtsbuch. Also das ist schon mal Satan, weil heilige Leute versuchen, in Gottes Buch reinzutreten, aber die zu Satan gehören, wollen nur in diese Weltgeschichte sich einen Namen machen. Nicht bei Gott, den ewigen, da gibt es ja auch Bücher, wer sich halt in Theologie auskennt. Und der hat gesagt, er macht alles für diese Macht und auch tötet er und so weiter und so weiter. Und da haben die ihn halt in Deutschland eingeschmuggelt, den deutschen Pass gekauft. Und mein Opa und alle Sozialisten und alle Kommunisten haben gewusst, dass er unbedingt an die Macht gehen wollte. Und das ist keine Manipulation, das hat damals jeder Mensch gewusst, dass Hitler, er wollte alle seine Gegner
beiseite führen. Alle Parteien, egal ob das eine Weiße Rose-Partei, Jehova-Partei, Sozialistische Partei, Deutsche Partei oder Kommunistische Partei, alle Gegner beiseite. Er wollte unbedingt an der Macht. Und dann hat er, das hat er ausgeheckt wie Nero, den Reichstag angezündet und hat alles auf die Kommunisten und Sozialisten geschoben, dass die das gemacht hätten und dass die halt gefährlich sind, Randaliere und so weiter. Und da haben die dann Hitler gewählt. Das war so ein Putsch. Mit Putsch ist er an die Macht gekommen. Aber er selbst hat das wie Nero, ja, ich zünde Rom ab und dann schiebe ich das auf die Christen und dann kann ich alle Christen umbringen. Weil darüber habe ich auch geschrieben in meinem Buch. Nero hat dasselbe gemacht. Er hat Rom angezündet und hat gesagt, das sind die Christen und deswegen kann ich jetzt alle Christen umbringen. Und das hat Hitler auch gemacht. Er hat selbst den Reichstag angezündet und hat gesagt, das sind alle meine Gegner gewesen und jetzt werde ich die vernichten und hat sie dann alle umgebracht. Und so ist er an die Macht gekommen. Und das hat mein Opa erzählt, er hat es ja selbst erlebt. Jeder hat das gewusst, dass Hitler das war. Es gibt auch Dokumente davon und die sind nicht gefälscht, nicht manipuliert. Und ja, heutzutage ist dasselbe Regime. Wer gerade an der Macht ist, wie in Ungarn. Also ich erzähle jetzt nur Beispiele, was passiert war. In Ungarn gibt es, ich glaube, alle 3 Jahre eine Neuwahl, alle 3 Jahre. Und da kriegt man Wahlzettel. Und da muss man im Bürgerbüro reingehen und da so in eine Kammer mit einem Vorhang in der Box, also was einkreuzen und in der Box reinschmeißen. Das soll ja anonym bleiben. Aber Fakt ist, wer wählen geht unter Orbán-Regime, das ist Fakt, das weiß die Jobbik-Partei, das wissen alle, wer auf eine andere Partei wählt, wird im Land keine Arbeit finden. Das ist eine Frage, wenn es anonym sein sollte, woher wissen dann die Staatsleute, wer auf eine andere Partei gewählt hat und dann verliert er dann die Arbeit? Also es ist ja nicht anonym, die Wählboxen, weil zum Beispiel viele Leute haben den Staat angeklagt, dass sie deswegen dann suspendiert oder aus dem Arbeitsamt oder irgendwo, wo sie gearbeitet haben, die Arbeit verloren haben, weil sie nicht auf Orbán Viktor gewählt haben, nicht auf diese Partei, sondern eine andere. Na, ist eine Frage, also ist es ja gar nicht anonym. Die kontrollieren, wer was wählt und wer nicht auf Orbán wählt, kriegt in Ungarn kein Arbeitsrecht. So, das ist dann erstens mal keine Demokratie, das ist Willkür, faschistische Willkür pur. Und wer das Gesetz in Straßburg trägt, das Gesetzbuch sagt, dass in Europa freies Wahlrecht ist, dass du ein Recht hast, jede Partei zu gründen und zu wählen. Und wer das verhindert, der macht sich strafbar. Also so ein Gesetz gibt es, nee, wenn du nicht auf diese Partei wählst, da mache ich dich fertig. Das ist eine Straftat. Also kann jeder Mensch, ob links, grün oder in der Mitte oder rechts, rot oder Banan oder orange Farbe oder egal was, jeder Mensch hat das Wahlrecht. Wer das verhindert und Leute diskriminiert, weil sie auf eine andere Partei gewählt haben, der macht sich strafbar. So, dann, ich habe damals schon gearbeitet, weil ich ja Jude bin. Juden dürfen sehr stark politisieren, es ist erlaubt, weil die Politik kann man in anderen Worten so nennen, das Gesetz und mit dem Gesetz regieren. Also sie dürfen und sie müssen sogar mit dem Gesetz gerecht regieren, aber sie dürfen sich nicht selbst preisen und auf keine Menschen wählen. Also das ist das Judentum, das sind nur das Gesetz tragen und wenn Ungerechtigkeit auf Erden passiert, dann sollen sie mit dem Gesetz die ungerechten Leute verurteilen. Das ist das Judentum. Wie Moses Gesetz anfängt, Ehre nur Allah oder Gott, das ist dasselbe, aber
Tu nie ein Mensch die Ehre machen, nur Gott und seine Gesetze. Das steht im Koran auch. Deswegen habe ich nie gewählt. Ich habe auf keine Partei gewählt, aber ich habe mich stark engagiert gegen die Gesetzlosigkeit, wie Gott es befohlen hat. Gott hat befohlen, ich habe euch das Gesetz gegeben, damit ihr, wenn Gesetzlosigkeit und Verbrechen auf Erden passiert, mit dem Gesetz Leute rettet und die Straftäter anzeigt. Das ist das Gesetz. Also du musst unbedingt Opfern helfen mit dem Gesetz und Straftäter anzeigen, wenn du in deiner Umgebung sowas bemerkst. Und da habe ich halt darüber geschrieben und habe nie gewählt. War in keiner Partei, weil ich ja über Gott geschrieben habe. Aber das heißt noch nicht, dass ein Jude blöd sein soll und keine Bücher lesen darf. Im Gegenteil, Juden sollen lesen und die lesen nonstop. Und da habe ich halt solche Leute gesucht, wie Karl Marx, der auch echter Jude war, der die Arbeitssklaven befreien wollte, der die Arbeitssklaven als Menschen betrachtet hat. Karl Marx hat eingeführt als Jude, dass die Arbeitssklaverei aufhören soll, weil die früher hatten sie niemanden freien Tag. Also wie in Moses Zeit war es in Deutschland, wie in Moses Zeit war es in Deutschland auch, dass die Kinderarbeit wurde nicht verboten. 12 Stunden oder 16 Stunden musste man racken und man hatte keinen freien Tag. Und das war wie in Babylon, in Altägypten, ein Sklavenland, Deutschland und Europa. Und da hat Karl Marx dagegen aufgetreten, hat zuerst eine Zeitung Artikel geschrieben, das ist wie in Sklavenland, man soll die Arbeiterklasse nicht als Tiere betrachten, man soll max 8 Stunden sie arbeiten lassen und einen freien Tag geben, weil das ist gegen das Gesetz. Und wenn er von Gesetz geredet hat, von diesem Gesetz da oben, nicht von der Bourgeoisie Sklavengesetze. Und weil Karl Marx gekämpft hat für die Arbeiterklasse, hat Deutschland Karl Marx kaputt gemacht. Und schon da hat die Bourgeoisie die Zeitung kontrolliert. Schon in dem Zeitalter, also 1800, hat die Bourgeoisie die Zeitung kontrolliert und er wurde vor Gericht gestellt wie Luther. Und er hatte eine Wahl, entweder hört er auf mit Artikel zu schreiben oder die bringen ihn um. Und da ist er emigriert, zuerst nach Frankreich. Also sie wollten Karl Marx umbringen, weil er die armen Arbeitssklaven retten wollte und die Menschenrechte geben wollte, wie Gott es befohlen hat. Überlegen Sie mal, was hier abgeht in diesem System. Und dann ist er nach England emigriert, weil da war dasselbe. Und in Emigrantenviertel ist er gestorben. Engels hatten von Deutschland unterstützt. Ohne Engels wäre da auch kapiert. Er war nie an die Macht gekommen, Karl Marx. Nie. Er ist in Emigrantenviertel gestorben. Und dann ist die Frage, wenn man Karl Marx liest als Jude, weil er selbst Jude war und selbst Gottes Gesetz, wie Moses, er war wie Moses, dass er gegen Pharao und dieses Elitensystem aufgetreten hat und die Arbeiterklasse retten wollte, die Sklaven. Und hat wieder Gottes Gesetz eingeführt, nur 8 Stunden und freien Tag, man soll die Leute als Menschen betrachten. Und wenn man das sieht, dass solche Menschen verfolgt werden, dann muss man sie schützen und wieder lesen und davon reden. Und seine Plane, er war sehr klug, er hat ja auch Agrarpläne ausgearbeitet, weil wenn man nonstop arbeitet, da wird alles in Überproduktion wird da entstehen. Also er war ja klug, er hat ja auch dann Gegenargumente gesagt, dass das auch zu einem Chaos führen wird, wenn man Leute nonstop racken lässt, da sterben sie eher oder werden krank und kranke Leute müssen dann betteln oder man muss Rente zahlen, Invalidenrente. Also es nützt nichts, wenn man Leute nonstop racken lässt und verkrüppelt und eine Überproduktion deswegen halt dann erwarten muss. Und so, ich habe nur in meinem Leben solche Bücher gerne gelesen, weil ich Jude war und Gerechtigkeit gesucht habe. Weil ich auch als Sklave wie der allerletzte Dreck überall arbeiten musste, ohne freien Tag. Also habe ich das Recht, darüber auch zu schreiben, weil ich habe das selbst erlebt. Mein ganzes Leben in Austria, überall, im Kellerzimmer und über 16 Stunden racken, ohne freien Tag. Und wie ein Sklave mein Leben abgelebt. Ohne freien Tag, ohne Freunde, ohne gar nichts.
im Keller, ohne Heizung, ohne gar nichts. Also habe ich da das Recht, wenn man selber so leben muss, dagegen was zu sagen, sich zu wehren. Und dann Moses und Karl Marx zitieren, die Menschen waren und keine Menschenfolterer. Und wenn der Staat schon so weit sinkt, in Ungarn, ich bin deswegen nicht wählen gegangen, aber ich habe halt Bücher gelesen, als Jude muss man lesen, die Schriften. Und da hat mir Orbán Viktor mehrere Drohungsbriefe, auch in der Schule, die Lehrer, die Nazi-Lehrer haben immer gesagt, Theresa, warum wählst du nie, du gehst nie wählen. Das wurde kontrolliert, wer was gewählt hat, das wurde auch kontrolliert. Auf welche Partei du das X gemacht hast, das wurde auch kontrolliert. Und dann, ich habe immer den Wahlzettel, ich habe kein X gemacht, ich habe drauf geschrieben, ich bin Jude, für mich ist nur Gott heilig und auf Wiedersehen, habe es abgegeben. Also in Ungarn ist Wählpflicht, aber ich habe es dann so ausgefüllt, ich bin Jude, ich wähle nur Gott, weil Gott ist kein Menschenfolterer und ich erwarte nur meinen Erlöser. Und lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe das immer so ausgefüllt und abgesendet. Und dann das Theater in der Schule. Ja, Theresa, wenn du nie wählst auf Orbán-Zigeuner, da macht er dich fertig. Da kannst du auch nie arbeiten. Alle, die nie auf ihn wählen, können nie arbeiten. Und da fängt es schon an. Und das ist Satan. Das ist Satan. Und ich habe immer die Lehre gesagt, mich hat Orbán Viktor noch nicht unterstützt, nur fertig gemacht, verärmt. Und ich habe von Orbán Viktor noch gar nichts bekommen, nur Hungerung, in der Universität auch, nur Folterung, weil ich an Gott glaube. Und auf solche Menschen, die ihr eigenen Schöpfer und Retter hassen und sich einbilden, dass sie mehr wert sind, wenn sie Leute verärmen und umbringen wie Gott, auf solche Leute gehe ich überhaupt nicht wählen. Aber naja, also... Heutzutage ist dasselbe Regime wie in Hitler. Man muss auf den Führer sozusagen wählen, egal ob er behindert ist oder nicht. Und wenn du das nicht machst, kriegst du kein Geld und keine Arbeit. Und wenn du klug bist und an Vater, dein Schöpfer, dein Retter glaubst und das Gesetz und nur liest und Bücher liest, dich weiterbildest zu Hause, da bist du wie ein Terrorist abgestempelt. Du bastelst zwar keine Atombomben wie Donald Duck und Co., du liest, du bildest dich weiter, also machst du keine Straftat, sondern der Staat sollte sich mal freuen, dass Menschen anstatt Atom zu basteln und Atom überall in Poland Raketen zu stationieren, lesen und Gegenkrieg schreiben. Nee, heute ist alles ausgedreht, die Polizei und der Staat foltert solche Leute, die Frieden suchen. Und die sich weiterbilden und nicht kiffen und drogensüchtig sind und Atombasteln. Das habe ich geschrieben. Wenn du in dieses Zeitalter kein Mörder bist, kein Kiffer oder keine behinderte Hure, sondern Gerechtigkeit suchst, da bringt dich das System um. So, und das beweisen sie seit 20 Jahren. Mit ihren eigenen Taten beweisen sie das. Kein Mensch kann sagen, dass ich irgendeine Atom gebastelt hätte in meinem Leben. Ich habe über die Weiße Rose Hilfeorganisation geschrieben, die gegen den Krieg war, wie Georg Büchner war ja auch gegen die Ausbeuter, den haben sie auch umgebracht wegen seine Flugblätter von der Bibel. Und ja, das ist keine Demokratie, erstens mal, wenn man Bücher beschlagnahmt, wie Atombomben, als wären das Atombomben, die halt für Gerechtigkeit und für Befreiung der Menschen, also wie soll ich sagen, was versuchen haben zu unternehmen, für das Gesetz, für Gott, für Freiheit. Und anstatt, jetzt so ironisch gemeint, Hitler, der den Reichstag umgebracht hat, um alle Gegner zu beschmutzen und dann selbst an der Macht, als Mongole. Hitler war Mongole. Er hat selbst zugegeben, seine Vorfahren stammen aus der Mongolei und er ging deswegen gerne in der Mongolei. Und also als Mongole geht er in Deutschland, brennt den Reichstag ab, dass er sich einen Namen machen lässt als Führer. Und dann bringt er alle Leute um, alle Denker, die Bücher schreiben, alle deutschen Denker, alle deutschen Wissenschaftler, Sozialisten, die waren alle Denker, alle Parteien und dann alle Juden noch.
Und nur die blöd und blond waren und die Mörder waren, ließ er an der Macht und dann machte Kriege und hat ganz Europa in Schutt und Asche gelegt. Also das ist ein mächtiges Wissen gewesen, alle umzubringen. Also der hat keine Agrarpläne gemacht. Er hat ganz Europa umgebracht. Und was ist der Sinn da gewesen? Dass er sich einen Namen gemacht hat im Geschichtsbuch und Minimum 80 Millionen Leute umgebracht hat, weil die Deutschen wurden dann auch abgebombt. Ich rede jetzt nicht bloß um Juden, sondern alle, die er umgebracht hat, insgesamt. Und ja, jetzt ist es das so, dass er als Brandstifter einen Reichstag anzünden kann, kommt an die Macht. Er als Brandstifter kann nicht nur einen Reichstag anzünden, er brennt alle Leute, Landsleute um im Holocaust. Da hat er nicht nur Juden umgebracht und angezündet, sondern mehrere Denker und Sozialisten, Jehovas, alle. Er hat alle angezündet. Also solche Leute kriegen heute immer noch Macht, die halt gerade die Brandstifter, die Leute vergasen, ehren. Und ich, die dagegen schrieb, bin hier wie ein Terrorist behandelt und darf nichts mehr sagen. Und deswegen habe ich geschrieben in meinen Büchern, es ist besser, wenn du in diesem System eine behinderte Hure bist, die nur die Beine spreizt, weil dann wird man reich und dann kriegt man keine Probleme. Aber wenn man denkt und klug ist und liest, anstatt zu kiffen, da wird man umgebracht. Goethe und die Weimarer Republik haben die Denkerkreise gegründet mit Schiller und Co. Und die wurden von ihrem Wissen reich, berühmt, und damals hat man Deutschland Land der Denker und Philosophen genannt. Alle Philosophen und Denker stammen von Deutschland ab und sie wurden berühmt, haben sich auch mit Denken einen Namen gemacht. Und jetzt ist es das Gegenteil. Jetzt tun kasarische Mongolen die Welt regieren und bringen alle Denker, die lesen und nicht behindert sind, um samt Bücher. Also Deutschland soll sich mal schämen, was er hier unterstützt. Und wenn man zu Hause Mein Kampf lesen würde, wie man alle Leute anzünden soll, weil das steht drin übrigens, wie man alle Religiöse und Juden und alle anzünden soll. Wenn man solche Bücher hier hätte, wie man alle Leute umbringen soll, anzünden, da würde keiner kommen und mich schikanieren. So, ich sage jetzt nichts weiter, nur das. Und ja, noch ein Geschichtsbuch. Ecri Cilovo, damit beende ich und dann das Hauptprojekt schnell kurz. Ecri Cilovo, die Sterne von Eger, war Geschichte. Ich bin ja Geschichtslehrerin. Und wir mussten dieses Buch in der Schule, in der Grundschule, Oberstufe, Gymnasium mehrmals lernen. Das war Geschichte. Und wer Geschichte studiert und dieses Buch übersetzt, kann sagen, dass ich nicht lüge. Die Türken waren nach 1400, haben sie einen Plan geschmiedet, wie sie mit Kasan und Mongolen zusammenfassen und ein kasarisches Reich weltweit gründen. Das steht drin in diesem Geschichtsbuch. Die haben nach 1400 einen Plan geschmiedet, wie sie alle Christen, alle Juden und alle anderen Völker, die irgendwie an Gott noch glauben, ausradieren und diesen volllos kasarischen Heiden, kasarisches Reich gründen. So, das steht drinnen. Dann haben sie wirklich zusammengefasst, das war Geschichte, kein Science Fiction, die Kasaren, Mongolen und Türken und haben nach 1400 mit ihrer Pläne angefangen und haben geplündert. Sie gingen mit Mongolen Pferde, so kleine Ponys, vorwärts und haben alle Leute, sogar Ungarn, auch alle Kirchen abgebrannt, das Kreuz und Bibel aufgezündet. Alle Frauen, die blond waren, wie Hitler, haben sie in Harem geschleppt und da sowas wie Babybirnen gegründet. Da haben sie nur die Soldaten konnten sie ficken, ohne Heirat, ohne Liebe, wie Hitler es gemacht hat. Und dann haben sie halt in diesem Buch Ecri Cilovo
geschrieben, nach Ungarn kommt Österreich, Deutschland bis England, die wollen die ganze Weltmacht übernehmen. Und in dem Buch steht drin, die arbeiten mit Kabbala. Kabbala ist eine dämonistische Kult wie die Skiten, die arbeiten mit Dämonen, das steht in das Geschichtsbuch drin. Und die suchen Gauleiter, das heißt Leiter von die Sklaven da. Und die wollen Weltmacht übernehmen und alle religiöse Leute ausrotten. So, was sie in Ungarn gemacht haben, ist Geschichte. Die haben alle Blonde in Istanbul verschleppt, alle blonde Kinder, sogar Männer, die blond waren, und haben sie da so wie Baby Byrne in Haaren, die Frauen, und vergewaltigt und die ganzen Kirchenbibeln aufgezündet in Ungarn. Und die letzte Csotor, was ist Csotor jetzt? Ich habe das in Ungarisch gelesen. Ich muss jetzt erstmal denken, was Csotor ist. Ich habe das Buch dreimal in Ungarisch gelesen. Das Buch ist mir viel, viel mehr wert als der Film, weil da sind die Fakten drin. Die letzte Eroberung war in Eger, das ist eine Stadt. Da war die letzte Burg der Ungarn, und die haben einen Eid geschworen, dass sie lieber sterben, aber sie werden Gott nicht verraten und nicht mit der Türken zusammenarbeiten. Das war die letzte Burg. Die haben aber ganz Ungarn niedergemetzelt. Und dann sind sie nach Österreich und nach Deutschland weiter. Und Hitler stammt von diesen Kasernen ab und hat das weitergemacht, was die Türken geplant haben. Hitler hat das weitergemacht. Alle, die an Gott glauben und Jesus und alle, die eine Religion hatten und nicht dieses Paulus-Kult gemacht haben, hat er ausgerottet, angezündet. Deutsche auch. Der hat mehr als 80 Millionen Deutsche umgebracht übrigens und hat alle Blonde in Harem geschleppt und hat die türkische Armee, die da mitgemacht hat, weil das waren für mich keine religiöse Leute, drauf gehetzt ohne Heirat und nur ficken. Und heutzutage regieren diese Leute. Ja, und die sind noch stolz drauf, aber ist ja egal. Jeder Gerichtshof müsste wissen, dass Faschismus verboten ist. Das ist das Gesetz. Antisemitismus ist eine Straftat, wenn man Menschen wegen Gott und Religion verfolgt. Das ist strafbar. Weil Leute, die nur an Gott glauben und Gesetz und Gerechtigkeit, die haben keine Sünde, die haben keine Straftat begangen. Die sind rein. Und wenn man solche Leute verfolgt, da macht man sich strafbar. Das ist das Gesetz. Und Faschismus ist verboten. Nach Straßburger Gesetz ist Antisemitismus auch, wenn man Leute wegen Religion, wegen Gott verfolgt. Und darauf sollte man mal das Gesetz wieder aufbauen, was hier abgeht, eine kasarische Weltkultur. Wo ist denn Deutschland geblieben? Wo ist das christliche Deutschland? Nirgends. Nur von Reichstag mit dem Gesetz oder mit Blumen da demonstrieren und versuchen, eine Gerechtigkeit zu suchen, wer niedergeschlagen, und dann behauptet man, dass aber nicht die Armee, die sie niederschlägt, aggressiv ist, sondern die Demonstranten, die da noch friedlich stehen und Freiheit wollen. Also es wird alles ausgedreht. Da sagt man ja, die sind ja aber rechtsextrem oder linksextrem, die da nur mit Blumen oder Regenbogenflaggen nur das Gesetz suchen. Wo ist die Freiheit? Wo ist die Demokratie? Also es wird alles ausgedreht. Ich habe nur keinen Mensch zusammengeschlagen. Ich war jahrelang Opfer von Faschisten, die mich jahrelang zusammenschlagen, überall, in Ungarn auch. Und nur weil ich über Gott und solche Bücher lese, die Menschen als Menschen betrachten, heißt nicht, dass ich gewalttätig bin, weil Karl Marx und Lenin hart gegen Staatsgewalt geschrieben. Er hat gesagt, dass der Staat die Leute als allerletzte Dreck behandelt und nur ausbeutet und die Leute abschlachtet. Er hat gerade gegen Staatsgewalt geschrieben. Was man in Schulen unterrichtet, ist egal. Deswegen muss man die erste Auflage lesen, weil so erfährt man die Wahrheit. Wenn man die erste Auflage liest, da weiß man, aha, das hat er geschrieben. Danach ist alles Manipulation und Scheiße. Und die Wahrheit erfährst du von dem ersten Kanal. Das ist dasselbe. Jemand sagt was. Und dann tut man Legenden schreiben und da sind mehrere Leute und da kommt dann eine Geschichte raus, was überhaupt nichts mit dem Mann zu tun hat.
Aber naja. Und jetzt von Haarprojekt noch was Kurzes. Das Haarprojekt arbeitet genauso jetzt wie Gott damals ohne Strom. Das will ich jetzt an jeden Wissenschaftler senden, der mit Atomphysik was zu tun hat. Also Atomphysik ist Minimum, die Strom und alles, dass man das versteht. Also mir hatte das schon in der Grundschule der Lehrer beigebracht, dass die Weltkugel positive Polen hat und negative Polen, wie ein Magnet plus minus. Und dieses plus minus tut das Wetter ankurbeln, tut die Achse drehen. Plus, minus. Und wenn diese Polen mal kaputt gehen, da dreht sich die Weltkugel nicht mehr und alles geht kaputt. Und diese Plus, minus ist sehr wichtig, weil Gott hat die Welt so, das hat mir Gott erklärt, Gott hat die Welt so gegründet, dass er das Gehirn so geformt hat, dass er mit diesen Polen arbeiten kann und ma mit magnetischen Wellen Informationen im Gehirn reinsenden kann. Das sind magnetische Wellen, so wie Nikola Tesla später erfunden hat, freie Energiewellen. Und dadurch wird ein Gedanke. Also Gott kann den Heiligen Geist, auch Wetter, mit diesen Polen beeinflussen. Und Satan hat ja nur eine Aufgabe. Er will Gott nachahmen und alles so machen, wie Gott es machen kann. Aber Gott macht hat die Macht, die Kugel zu steuern mit diesen magnetischen Wellen ohne Atomreaktoren, ohne Atomreaktoren. Satan weiß, wie Gott das macht und Satan versucht, Gottes Schöpfung nachzuahmen. Und wer jetzt Atomphysik studiert, er weiß ganz genau, dass die Haarbasen in Kanada genau darauf basieren, was Gott erschaffen hat. Sie nutzen diese positiv-negativ-Atompolen aus, das Haarprojekt. Dann tun sie so magnetische Wellen auf der Erde und dadurch können sie die Leute in Transwunder und ma mit magnetischen Wellen die Leute das lenken. Und das ist Satan, der beweisen will, dass er alle Leute lenkt und nicht Gott. Und er versucht, alle Leute unter seine Transformation of America, unter seine magnetischen Wellen zu leiten, aber gegen den wahren Gott. Gegen das Gesetz. Und das hat Hitler erforscht. Und er hat das mit Amerika ausgearbeitet. Und die Wissenschaftler wissen das. Es gibt auch viele Videos davon. Und es ist ganz einfach als normaler Mensch kannst du das bemerken. Das Gesetz ist eindeutig in Moses Gesetz. Wenn du jemandem Schaden verursachst, egal was für Schaden, moralisch, geldlich oder irgendein Schaden, da bist du von Satan. Wenn du keinen Schaden verursachst, normal lebst, hilfst, da bist du von Gott. Also einfacher kann ich das nicht mehr erklären.